BSC TV, der Fußballtalk aus dem Audi Autohaus Dresdner Straße, wird präsentiert von Freiberger Brauhaus und Franke Automobile. Zweites Mal heute BSC TV aus dem Franke Autohaus. An der Dresdner Straße sind wir hier, heute vor dem Heimspiel gegen Kamenz. Das findet am Samstag 15 Uhr statt und unser Gast heute ist Sebastian Krause, der Sechser vom BSC. Sechser für alle nicht so Fußballversierten ist der defensive Mittelfeldspieler, richtig? Ja, genau. Richtig. Im Mai wird er 23 Jahre alt und hat, so steht es hier auf meinem schlauen Kärtchen, nach Mike Ulich, der übrigens 222 Spiele gemacht hat, die meisten gemacht. Hat der Mike schon einen ausgegeben? Nee, soweit ich mich daran erinnern kann, hat er keinen ausgegeben. Wird es Zeit? Es wird Zeit, ja. Ulle, mach mal was. So, jetzt aber zum Ernst der Lage. Der BSC Freiberg hat am Samstag in Radebeul 1-0 verloren und ist jetzt wirklich in der Abstiegszone angekommen. 2 Punkte vor den Abstiegsplätzen. Ist jetzt Abstiegskampf angesagt? Damit haben wir uns ja schon das ganze Jahr beschäftigt, dass das Nicht-Abstieg unser Ziel war. Natürlich sind wir so nah dran wie noch gar nie diese Saison, aber es sind noch 13 Spiele und brauchen jetzt keine Panik machen. Es sind noch genug Punkte zu vergeben. Klar hätten wir am Wochenende gewinnen müssen. Das gewinnen müssen, wenn der Torhüter der beste Mann auf dem Platz ist? Ja, wir haben bestimmt nicht unsere beste Saisonleistung abgeliefert. So ist es. Wir haben die ersten 25 Minuten eine ordentliche Partie gespielt, waren da, waren im Zweikampf besser, aber nach dem Tor gab es einen Bruch in unserem Spiel. Warum? Keine Ahnung. Ja, von da an hatten wir nicht mehr viel zuzusetzen, hatten wenig Torchancen und wenn du natürlich nicht aufs Tor schießt, kannst du kein Spiel gewinnen. Leichter wird es jetzt nicht. Kamenz ist aktuell Tabellendritter und im Hinspiel gab es, ich denke mal, die deutlichste Klatsche diese Saison. Das war ein 0 zu 5. Und gegen den Dritten, was ist da die Zielstellung? Heimspiel? Zielstellung, klar, am Ende, wir spielen Fußball, wollen jedes Spiel gewinnen. Dafür stehen wir auf dem Platz, aber mit dem Punkt wären wir auf jeden Fall zufrieden. Wir wollen nicht verlieren. Das ist, glaube ich, das Hauptziel am Wochenende, uns ordentlich zu präsentieren und die 0-5-Niederlage ein Stück weg vergessen zu machen. Dein erster Einsatz im Männerbereich war gegen Kamenz. Weißt du noch wann? Aber ich. 2008, 2009, wie ging es aus? 1-1. 1-1. Wäre das ein Ergebnis am Wochenende? Ja, damit können wir ordentlich leben. So, nach Kamenz geht es dann direkt weiter. Es stehen englische Wochen an sogar. Also Wochenende, auch da wieder für den Nicht-Fußball-versierten, englische Woche bedeutet Wochenende, Woche, Wochenende, Woche. Spiele ohne Ende, was sagt die Freundin? Bist kaum noch zu Hause. Training, Spiel? Oh, das ändert ja nichts. Ich habe Mittwoch sowieso Training. Und meine Freundin weiß, dass ich Fußball spiele und damit kommt sie klar. Also hat auf jeden Fall kein Problem damit. Männertag, habt ihr euch freigeboxt? Ihr spielt schon Abend vorher mit einem ganz besonderen Highlight. Vielleicht kannst du das mal unseren Zuschauern erzählen, wer da nach Freiberg kommt, vor dem Männertag abends. Ja, da wird der FC Eilenburg nach Freiberg kommen mit dem Torhüter Tomislav Pipilica. Der hat früher bei Energie Cottbus gespielt. Gegen Oliver Kahn einen Elfmeter gehalten. Ich glaube, beim 6:0, wobei er 6:0 in Cottbus gewonnen hat, hat er einen Elfmeter vom Oliver Kahn gehalten. Ja, ist schon mal was Schönes gegen so einen erfahrenen, der erste Bundesliga gespielt hat, mal zu spielen. Vielleicht können wir ihm mal eins reinhauen und 3 Punkte bei uns behalten. Oder vor lauter Ehrfurcht den Ball an der Strafraumgrenze zu ihm in die Hand schieben. Nee, das wird nie passieren. Das wird nie passieren. Also am 8. Mai, 18.30 Uhr, Platz der Einheit, BSC Freiberg gegen Eilenburg. Mit anschließender Biergarteneröffnung, da muss ein Sieg her. Ja, da muss ein Sieg her, auf jeden Fall. Sonst schmeckt das nur halb so gut. Vorher aber schon geht es richtig rund, nämlich, gehen wir mal durch, am Mittwoch, 17. April bei Borea Dresden, Sonntag, 21. April bei Leipzig-Leutsch und Mittwoch, 24. April in Döbeln. Was ist da drin bei diesen 3 Auswärtsspielen? Extrem schwere Dinger. Ich glaube, unser Tischel muss sein, 7 Punkte mitzunehmen. Also gegen Borea möchten wir gewinnen, gegen Döbeln müssen wir genauso gewinnen. Die stehen unten drin, sind Aufsteiger. Und in Leipzig-Leutsch haben wir im Hinspiel gesehen, dass wir gegen die chancenlos waren. Hätten wir genauso 3 Punkte kriegen können. Habe ich leider eine gelb-rote Karte bekommen. Mussten eine halbe Stunde in Unterzahl spielen. Haben 2-2 gespielt am Ende. Also die Chance besteht schon, dass wir 3 Spiele gewinnen. Aber unsere Leistung muss als erstes stimmen. Stichwort nächste Sendung. 24. April ab diesem
Tag gibt es die zu sehen. Es geht dann um das Heimspiel gegen den FC Grimma. Das findet am 27. April statt. Zu Gast wird dann BSC-Manager Andreas Gartner sein. Wenn Sie Fragen an ihn oder auch an die anderen Spieler haben, die wir in Zukunft hier begrüßen dürfen, dann schicken Sie die einfach an redaktion@f3-freiberg.de, EFF, die Zahl dann 3-freiberg.de. Und vielleicht kommen dann auch Fragen zu Sebastian Krause noch, die reichen wir ihm nach und beantworten diese dann hier mit einem großen Schild, auf das wir die Antworten schreiben. Wir bedanken uns erstmal bei Sebastian Krause und wünschen viel Erfolg. Und Dankeschön. Möglichst viele Punkte im Abstiegskampf. Vielen Tschüss. Dank. BSC TV aus dem Audi Autohaus wurde präsentiert von Freiberger Brauhaus und Franke Automobile.